Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir sind wie Dienstag, Donnerstag und Sonntag ab 19 Uhr immer am Livestream. Heute testen wir den Kollega-Tabak, aka Legacy. 18,90 Euro kostet eine Dose, es gibt 6 verschiedene Sorten. Die Sorten gucken wir uns jetzt als erstes mal an. So, also, es gibt wie gesagt 6 Sorten. Die erste ist Paradise, das ist grüne Apfel und Naschbirne. Dann haben wir Boss Life, Eiscreme, Erdbeere, Kaktusfeige und Limette. Klingt wild. Der Gönjamin ist Honig, Melone, Maracuja, Orange und Wasser. Melone. Wassermelone steht an letzter Stelle, könnte also vielleicht auch am wenigsten von drinne sein, dann könnte es gut sein. Red Sunset ist Kirsche und Wassermelone, wahrscheinlich eher nichts für mich dank der Wassermelone. La Vida Coca ist kühlende Komponente Ananas und Kokosnuss. Oh, also es wäre ja geil, wenn es mal wieder einen guten Kokosnuss-Ananas-Tabak geben würde. Hab ich darin Vertrauen? Nein. Tropicana, Eistee, Pfirsich. Der Chat hat entschieden, diese 3 Sorten werden wir heute im Stream probieren. Boss Life, Tropicana und La Vida Loca. Bauen wir uns mal den ersten Kopf. Wir rauchen den La Vida Coca als erstes. 18,90 Euro kostet, wie gesagt, die Dose. So sieht sie aus. Warnhinweise, 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 Warnhinweise. Und vorne das kleine Ding und oben nochmal Legacy Smoke. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal einen schönen gelb-braunen Virginia. Also riechen tut's erstaunlich lecker. Also bei Ananas und Kokosnuss hatte ich erstmal Angst. Ananas auf jeden Fall deutlich im Vordergrund. Dann kommt die Kokosnuss ein bisschen durch. Ich habe halt Angst, wie er schmeckt bei so einer Sorte, aber vom Geruch brutal. Aber wir schaufeln erstmal fleißig Tabak rein. Das hat eine ganz leichte Parfümnote. Ich bin gespannt, wie das beim Rauchen ist. So, das sieht natürlich erstmal aus wie Kraut und Rüben hier. Verteilen wir das Ganze mal hier. Der Schnitt von dem Kollega-Tabak geht so. Also ich würde es mir tatsächlich noch etwas feiner wünschen für Leute, die das Ganze in einem Meerloch/Tonkopf/Kamin-Setup rauchen. Und ich denke, das sind überwiegend die Leute, die sich den Tabak kaufen werden. Da ist das schon in Ordnung. Dann hat man immer mal wieder so ein paar Freiräume, wo die Luft dann schön durchzirkulieren kann. Ein grober Schnitt oder ein etwas gröberer Schnitt ist für einen Tonkopf gar nicht so übel. Etwas gröber als der aktuelle Durchschnitt, würde ich sagen. Na, mehr nicht. So würde ich das Köpfchen auch schon lassen. Nur noch sauber machen. So sieht das Köpfchen aus. Leicht über den Rand gebaut. Ich traue mich nicht weiter zu kippen. Ich glaube, dann fliegt mir hier alles weg. So, Kohle ist ready. Wir packen hier noch ein HMD drauf. Ich weiß ja nicht, wie viel Hitze der Tabak ab kann und wie viel Hitze der Kopf so produziert. Deswegen fangen wir mal an mit 2. Wenn ich wüsste, dass der Tabak mehr Hitze ab kann, würde ich jetzt auch schon eine dritte mit drauf kippen. Aber ich bin so erstmal ein kleines bisschen vorsichtig. Ne? Lieber warte ich jetzt eine Minute länger, als mir den Kopf direkt zu verbrennen. Geraucht. Köpfchen läuft. Gucken wir uns als erstes mal die Rauchentwicklung an. Das sieht doch soweit ganz ordentlich aus. Also, Rauchentwicklung passt auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, wie ist der Geschmack? Als erstes muss man sagen, so eine Geschmacksrichtung. Ananas mit Kokosnuss ist auf jeden Fall was für Liebhaber. Ich denke nicht, dass das hier ein Tabak für die breite Masse ist. Man schmeckt am Anfang größtenteils eine Ananas, aber die Kokosnuss kommt dann immer mehr und mittlerweile würde ich fast sagen, dass die Kokosnuss überwiegt und dann noch so ein klein bisschen Ananas mit dabei ist. Es ist eine wirklich nicht üble Kokosnuss und da muss man jetzt wieder unterscheiden. Wäre das ein Traube, würde ich sagen, das ist nichts. Aber für einen Kokosnuss-Ananas-Tabak ist der wirklich nicht schlecht. Die parfümige Note, die wir im Geruch noch hatten, ist fast komplett weg, was sehr gut ist und sehr überraschend ist. Die Kokosnuss ist lecker, leicht cremig, also es wirkt wie so eine aufgeschlagene Kokosnussmilch, so in die Richtung. Die Ananas ist wirklich nur noch im Hintergrund, also wirklich nur noch leicht im Hintergrund mit am Start. Schmeckt lecker, könnte ich jetzt nicht immer rauchen, könnte ich mir aber gerade irgendwie im Sommer mit einem schönen Piña Colada schön irgendwie im Sommer im Pool liegen oder so und dann noch so einen schönen Paradiso dabei, das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Vielleicht noch mit was anderem gemischt, vielleicht noch ein paar fruchtigere Sachen mit rein, vielleicht noch was Kühlendes mit rein und dann könnte das sehr geil sein. Übrigens, Kühle haben wir eine leichte am Start. Aber erster Eindruck von dem Paradise, gar nicht übel. Dann kommen wir zum nächsten Tabak. Wir testen als nächstes den Tropicana Eistee Pfirsich. Bin ich mal gespannt. Habe ich aktuell auch keine wirklich geile Empfehlung. Pfirsich oft sehr schnell, sehr künstlich. Bin ich gespannt, ob das der gute Kollega-Tabak hier, der Legacy-Tabak, besser machen kann. Also erster Eindruck vom Geruch, sehr nice. Also ich würde fast sagen, vom Geruch, ja, also Pfirsichnote definitiv. Aber ich habe da irgendwie eine Minznote. Das kann ja nicht sein. Wir haben ja TPD. Wir haben ja Minz- und Mentholverbot.
Angebot in Deutschland. Aber so rein vom Gefühl halte ich da die Nase rein und habe irgendwie das Gefühl, da so eine Nana-Minze am Start zu haben. Zwei Kohlen haben dem Tabak vollkommen gereicht, also eine dritte auf Kipp brauchen wir gar nicht. Deswegen machen wir auch wieder nur zwei. Rauch war vorher auf jeden Fall besser. Könnte ich auch nochmal abklopfen, noch Kohle dazulegen, dann würde das passen. Geschmack ist sehr lecker. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich rauche hier einen Pfirsich- und Minze-Tabak, weil ich irgendwie so einen Touch von Minze schmecke. Es darf ja eigentlich keine Minze drin sein, aber fühlt sich auf jeden Fall so an. Noch auf die Pfirsichnote einzugehen, das ist auf jeden Fall so eine Pfirsich-Eistee-Note. Also das ist jetzt nicht wie einfach nur Pfirsich die Frucht oder wie ein super künstlicher Pfirsich. Also es geht natürlich schon in die Richtung künstlicher Pfirsich, aber halt eher in diese Eistee-Pfirsich-Note. Sehr, sehr leckerer Tabak. Ich sehe mich den öfter rauchen, aber dann würde ich ihn ein kleines bisschen nachschneiden. Ja, das wäre das Einzige, was ich noch machen würde. Aber wer einen Pfirsich-Tabak sucht, ist, glaube ich, der Legacy meine neue Nummer 1 Empfehlung. Ja, also können wir abschließend festhalten, sehr leckerer Tabak. Ich bin gespannt, wie die dritte Sorte ist. So, eventuell ist der Stream vorbei und wir hatten es nicht mehr geschafft, deswegen sitze ich heute nochmal hier und wir bauen jetzt das dritte Köpfchen. Den dritten Tabak gibt es dann jetzt exklusiv im Video. So, als nächstes gucken wir uns den Boss Life an. Der Boss Life ist Eiscreme, Erdbeere, Kaktusfeige. Sehr, sehr wilde Kombi. Klingt interessant. Okay, wir haben eine andere Folie oben drauf, warum auch immer. Klingt wild und interessant, aber auch irgendwie ein klein bisschen beängstigend, würde ich mal so behaupten. Okay, als erstes kommt uns hier definitiv eine Erdbeere in die Nase. Eiscreme, weiß ich nicht. Kaktus auf jeden Fall auch. Also Erdbeere und Kaktusfeige hat man hier auf jeden Fall am Start. Wir bauen das Ganze hier in der X-Bowl im Meerlochkopf. Schöner, kleiner, süßer Kopf. Das Ganze wird mit Kalaut geraucht. Schauen wir mal, wie sich das Ding auch in einem Meerlochkopf-Setup schlägt. Den bauen wir ein bisschen anders. Da legen wir einfach den Kopf hier in die Mitte und schnicken dann unseren Tabak vom Dosenrand einfach hier in den Kopf. Am besten sollte das lockerer liegen. Deswegen schnicke ich das auch hier so rüber, so möglichst die einzelnen Tabakflöckchen. Also müsst ihr jetzt nicht hingehen und eins, zwei, sondern einfach nur so ein bisschen auflockern und Rinder. In einem Meerlochkopf ist es für mich wichtig, dass der Tabak halt noch Luft zwischendrin hat, sodass die Luft da auch schön durchkommen kann. Ansonsten ist der Durchzug nämlich komplett für den Arsch und das nervt mich dann immer bei einem Meerlochkopf. So, und so sieht das Ganze jetzt aus. Locker fluffig rein, ungefähr randhoch gebaut, vielleicht ein kleines Stückchen drüber. Und so packen wir jetzt unseren Kalaut drauf und dann warten wir noch kurz auf die Kohle und dann ist Abfahrt. So, bei einem Meerlochkopf mit wenig Kontakt mache ich es gerne so, dass ich mir zum Anfeuern auch gerne mal Bierkohlen drauflege. So, das Köpfchen in der X-Bowl mit dem Legacy Boss Life, dem Kollegatabak Boss Life. Eiscreme, Erdbeere und Kaktusfeige soll das Ganze sein. Eine wilde Kombination, wo man eigentlich erstmal denken würde, wie soll das denn schmecken? Aber erster Eindruck, auch wieder solide. Wird jetzt kein neuer Lieblingstabak von mir, aber ist echt nicht übel. Die Erdbeere und die Kaktusfeige halten sich so ein bisschen die Waage. Schmeckt man beide raus. Für mich persönlich, Eiscreme-Note sehr schwer zu bewerten. Also man hat da irgendwie sowas, wirklich so das kleinste bisschen an cremigem Gefühl im Hintergrund, das da mitschwingt, aber absolut nicht viel. Schmeckt aber sehr nice. Die Erdbeere, ja, wie soll man die beschreiben? Es ist so eine klassische Shisha-Erdbeere. Anders kann ich es eigentlich nicht beschreiben. Die Kaktusfeige ist tatsächlich der Note von Holster relativ ähnlich. Ja, doch, geht schon so in die Richtung Eiskaktus, muss man schon sagen. Aber in der Kombination mit der Erdbeere natürlich was komplett Neues. Und diese Eiscreme-Note, weiß ich nicht, ob das halt mehr Marketing ist, so ein kleines bisschen was schwingt damit. Aber ja, ist jetzt nicht wild, sag ich mal. Erster Eindruck von den Legacy-Tabaksorten für einen Rapper-Tabak, gar nicht so übel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.